du bist blöd. Hallo Freunde! Da sind wir wieder. Für euch ein paar Tage später, für uns nur ein paar Minütchen. Wir sind gerade um die Ecke gelaufen und befinden uns jetzt vor dem Disneyland. Das da, was ihr dort seht, das Lied ist gerade so schön. Ja. Das hier ist das berühmte Disneyland Hotel. Das Hotel ist das Hotel, das direkt am Disneyland grenzt. Also man muss auch tatsächlich unten drunter durch, um zum Disneyland zu gelangen. Man muss aber dazu sagen, das Hotel ist trotzdem ein bisschen teuer. Wer es sich leisten kann, kann es gerne machen. Wir können es leider nicht. Deswegen sind wir ein bisschen weiter außerhalb. Aber trotzdem ist es immer noch ein Disneyland Hotel. Wir haben euch bereits erzählt, welche Vorteile man hat, wenn man in einem Disneyland nächtigt. Falls ihr das nicht wisst, guckt euch gerne den letzten Vlog an. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welcher Disney-Film der letzte Film war, den ihr euch angeguckt habt. Welcher war deiner? Keine Ahnung. Meiner war tatsächlich Vaiana. Wenn es dir im Laufe des Tages einfallen sollte, hole ich die Kamera raus und wir erzählen es euch dann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam ins Disneyland. Ach, das ist so schön. Es ist traumhaft hier. Wir haben schon gesagt, unseren nächsten Geburtstag wollen wir gern hier verbringen. Ja. Das ist so schön. Scheiß auf Malle. So. Wir wollen ins Disneyland. Wir sind jetzt gerade im amerikanischen Bereich und hier gibt es noch ganz, ganz viele Bereiche. Und wenn ihr sehen wollt, was es hier für Bereiche gibt und was man hier so Tolles machen kann, dann müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das habe ich süß gesagt. Habe ich gut gemacht. Sehr gut. Schön gemacht. Hat da irgendeiner Lob dich mal heute. Lina scannt jetzt unsere Eintrittskarten, damit wir ein Fast-Ticket bekommen. Also zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr müssen wir hier sein und dann können wir direkt durch. Schon? Wir sind gerade bei Alice. Bei Alice im Wunderland war Labyrinth. Und Lina fragt, wo wir lang müssen. Aber so gut. Und da schaut man da oben. Pass auf die Höhlchen. Ich habe keine Augen. Hauptsache, die laufen jetzt einfach alle hinterher. Kann man das zuhalten? Wahrscheinlich nicht. Probier mal. Werden aber alle Leute nass. Warte, warte, dann lass die Leute erst vorbei. Wir haben uns letztes Jahr zu Karneval außerdem, letztes oder vorletztes, ich glaube letztes, Alice im Wunderland verkleidet, beziehungsweise ich war Alice. Lina war die Herzkönigin und Romina war die Hufmacherin. Ich kann mich gar nicht mehr ein. Kuhflatte! C'est avec vos têtes que je vais jouer au croquet. Du bist blöd. Schon wieder Kölner Dom. Der Kölner Dom hat auch so pinke Steine. Wir haben es geschafft. Wir sind oben auf den Turm angekommen. Und wir haben hier so eine geile Aussicht. Wir können einfach so gut wie alles sehen. Dort vorne. Das ist so schön hier. Und wir machen jetzt ein Selfie. Alter, das ist die Musik von American Horror Story. Ernsthaft? Das ist ein Lied, den wir ja nicht.
Lina und ich haben geplant bzw. geguckt, wo wir heute Abend essen können. Man kann den Park verlassen und wenn man weitergeht, sind hier noch ganz, ganz viele andere Shops und Stores, die noch viel, viel länger aufhaben als der Park an sich. Ich glaube, teilweise bis 24 Uhr. Man kann sogar noch hier shoppen gehen. Da gibt es auch Disney Fashion. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, was zu essen. Wir wissen auch noch nicht genau, ob das jetzt unser tatsächliches Abendessen ist. Vielleicht essen wir gleich noch was, weil ich finde es echt wenig. Du hast dich nur scheiße entschlossen. Ich habe voll viel. Ja. Ich brauche nichts mehr essen. Nina, viel, ich nicht. Vielleicht esse ich später noch eine Kleinigkeit. Guten Appetit! Guten Appetit! Gerade erinnert sich auf. Und zwar dieses Glas. Diese Glas. Hier kann man das sogar gravieren lassen. Richtig schön. Kann man das erkennen, was da drauf ist? Ist der Eiffelturm drauf. Minnie und Mickey. Das Glas habe ich mir ausgewählt und Lina hat sich das Pinchen hier ausgewählt. Wieso? Ein Pinchen? Ist klar. Seid auf jetzt nicht. Yay! Und schaut euch mal bitte diese schöne Beleuchtung an. Within each of us is a dreamer just waiting to be awakened. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream. Wieder auf dem Zimmer. Beide total fertig. Der Tag hat uns wirklich gekillt. Wir sind aber trotz alledem sehr glücklich. Es waren zwei wunderschöne Tage. Ja, sehr anstrengend. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, also wenn ihr wirklich ins Disneyland fahrt oder fliegt oder wie auch immer, plant mindestens noch einen Tag mehr ein. Wenn nicht sogar noch zwei weitere Tage. Also es ist wirklich ein Kurztrip für eine halbe Woche. 4 Tage, sonst werdet ihr das alles nicht schaffen. Das Disneyland hat so viel zu bieten. Und auch wenn das jetzt mein zweites Mal dort war, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich immer noch nicht alle Fahrgeschäfte durch habe. Das heißt, ich muss noch einmal dahin. Mindestens noch einmal. Das Hotel war wunderschön. Vor allem hier, wie gesagt, mit Toy Story und so. Wie fandest du das, Michelle? Richtig schön. Und wie fandest du die Überraschung? Sehr schön. War wirklich sehr schön. Ihr habt das ja gesehen, wir haben beide geweint und haben uns total gefreut und waren total glücklich. Wir haben auch einige Sachen eingekauft. Könnt ihr mal das gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass wir euch das vielleicht mal zeigen oder wenn ich es euch mal zeigen soll. Also Lina kann ihren Teil natürlich auch gerne zeigen. Dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr den Trip, wie wir ihn gemacht haben, auch mal machen wollt, setze ich euch den Urlaubsguru-Link gerne unten in die Kommentare und nochmal ein ganz großes Dankeschön. Unter anderem natürlich, also Lina hat es nicht nur mir zu verdanken, sondern natürlich auch Urlaubsguru, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
Das Ding ist, wir haben halt kein Skript. Ich glaube, sie wusste gerade nicht, was ich von ihr wollte. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wo wir vielleicht nochmal gemeinsam oder generell mal hinfliegen könnten. Da hätten wir auf jeden Fall sehr Bock drauf. Schreibt das also gerne unten in die Kommentare. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei was auch immer ihr gerade tut. Hoffentlich weiter unsere Videos gucken. Ja, was? Wolltest du was sagen? Wir gehen jetzt schlafen. Ja. Wir sind ultra müde. Also richtig, meine Augen fallen schon die ganze Zeit zu. Wir müssen eigentlich jetzt noch packen. Ja, gucken wir mal. Wir sehen uns im nächsten Video. Daumen hoch, abonnieren und tschüss. Tschüss.